Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Let's Play World of Warships und zwar mal wieder mit einem meiner Lieblingsklassen und zwar den Schlachtschiffen. Hier in dem Fall die Tier 5 Kongo und ja, wir drücken einfach rein und hoffen auf einen guten Matchmaker, aber wie gesagt, mit der Kongo und mit einem Schlachtschiff, da lässt sich auch höhere Tiers problemlos bewältigen, weil wenn sie trifft, dann macht sie egal an wem immer sehr viel Aua. Und das ist doch schon sehr spaßig, muss ich gestehen. So, wir haben hier ein Tier 6, oh nein, Tier 7 Gefecht sogar. Ansonsten Standardgefecht, Foldline, bin ich sehr gespannt. So, ich werde mich mal eher nach rechts orientieren. Also hier praktisch hier in diesen Quadranten. Weil da ist es einfach so mit dem Schiff ein bisschen besser. Aufgrund dessen, dass es nicht so manövrierfähig ist. Nett im Chat. Die Gegner verlieren, weil sie den HSV haben. Das ist natürlich ein schlechtes Omen. Die Kongo ist noch von der Geschwindigkeit brutal gut unterwegs. Die Fuse danach wird dann nochmal um 5-6 Knoten langsamer, leider. Wir lassen den Autopilot mal Autopilot sein. Und was haben wir denn da? Ah, ist aber ganz schön weit weg. Beziehungsweise kommen wir drauf, müssen sie nur rumkommen. Machen wir nochmal ein paar Blind Shots. Diese Geräuschkulisse ist einfach der Wahnsinn. Nochmal, ich werde oft gefragt, wie denn das hier, diese Ansicht geht. Und ganz einfach, ihr drückt im Spiel auf Z. Und dann könnt ihr die Schussverfolgung sehen. Also ganz, ganz, ganz leicht. Oh, Zitadellentreffer und in Feuer gesteckt. Also das war ein Blindshot, der hat sich gelohnt. Sehr, sehr, sehr nice. Coole Sache. Und da ist doch noch eine Miyogi. Schauen wir mal, wo die Schüsse jetzt so hingehen. Minimal drüber, leider. Mal schauen, ob ich jetzt nochmal einen Schuss auf die Fuse bekommen kann. Fährt natürlich knapp so, dass es eng werden könnte. Vielleicht treffen sie sogar noch. Ah, leider drüber und drunter hinaus geschossen. Gegner fahren gerade alle sehr, sehr stark auf die andere Seite, als ob sie keinen Bock auf uns hätten. Müssen wir noch ein bisschen auf den Hulk aufpassen, dass der uns hier nicht rammt. Aber der hat, glaube ich, gerade kein Auge für uns. Ja, Hulk fährt hier auch einfach so, wie er ist, in die Insel rein. So, da haben wir schon mal getroffen. So, jetzt können wir weiter. So, die Miyogi, die steht hier für sich. Also, für sich sehr ungünstig, für uns super.
hoffe doch nochmal auf einen Schuss landen zu können. Ah, ein Hit. Oh, da kommt was von der Nagato. Gott sei Dank drüber. Da bin ich ganz froh drum. Und ich glaube hier den langen Weg um... beziehungsweise der ist gar nicht so lang. Den Weg hier um die Insel nehme ich noch mit. Und werde dann nach links weiterfahren. Mal auf die Nagato. Ich hoffe natürlich, dass die Omaha da vorne auch ein bisschen mithilft. Ein Flugzeugträger war da auch schon gar nicht mehr in so weiter Reichweite. ...24 Kilometer, die Saipan. Aber jetzt werden wir gleich mal... Oh, die Nagato bekommt da Gott sei Dank schon ein paar Hits von den Torpedos. Nochmal einen. Sehr, sehr nice. Oh, die Miyogi mal wieder. Oh, die könnten... Zwei Hits, 5000 Schaden. Ich glaube, die hat langsam keinen Bock mehr. Und jetzt glaube ich, werde ich mal auf die Nagato mitwirken, sobald ich denn da drauf komme. Weil die Minekatze ist natürlich schon so, wenn sie einmal getroffen wird, hat sie natürlich riesigste Probleme. Da macht scheinbar einen sehr anständigen Job. Nagato muss ich selber mal nachgucken. Tier 7, Schlachtschiff. So, jetzt werden wir sie mal ein bisschen abpassen. Oh, da wird unsere Basis auch noch eingenommen. Das ist unschön. Da kann ich aber jetzt egal wie nicht so zurück und helfen, leider. Dafür sind wir einfach nicht in der Form der Agilität. Oh, da sind jetzt alle Flugzeugträger offen. Also wenn hier jetzt unser Team decappen kann, dann ist das auf jeden Fall jetzt eine ganz tolle Position für uns. Die Nagato dreht weg und haut ab. Auch spannend. Da steht aber leider 1:4 für den Gegner. Das ist natürlich eine doofe Situation. So, 21.000 Schaden. Der hat mal brutal gefruchtet. Noch einen schönen Treffer. Jetzt dreht sie ja scheinbar bei. Nochmal 3000. Jetzt hoffe ich doch. Jetzt kommen schon Schüsse auf uns von vorne. Aber die Nagato muss als erste weg. Das heißt, es kostet es, was es wolle. So, jetzt müsste sie doch weg sein. Ja, da ist sie weg. Und jetzt haben wir hier die Pensacola, auf die ich mich jetzt mal stürzen würde.
Hoffentlich habe ich gleich nachgeladen. Oh, da konnte ich zwar... gut wirken, aber jetzt ist ja, wurde ich auch wahnsinnig gut getroffen, muss man leider sagen, wie es ist. Okay, jetzt müssen die beiden mal weg. Jetzt wird es höchste Eisenbahn. Und vor uns auch noch eine Fuso. Die schießt sogar jetzt auf uns. Ein. Ja, da muss ich sagen, ich glaube, das wird mein Tod leider werden. Fuso ämmt sich hier schön ein. Gott sei Dank fahren wir aber frontal auf die drauf. Das ist der einzige Vorteil, den ich jetzt noch gegenüber der Fuso habe. So, da kommen schon die nächsten Flugzeuge wieder. Und jetzt muss ich mich leider so in die Flugzeuge drehen, dass die Fuso besser auf mich wirken kann. Ah, ein Sieg! Gott sei Dank. Gott sei Dank Sieg, der war jetzt auch zeitmäßig langsam notwendig. Hab hier 45.000 Schaden anrichten können, 1.100 Base XP, war ich die Nummer 1. Und hab einen kritischen Schaden, ein Flugzeug abgeschossen, einen zerstört, einmal den Feuergesetz, zweimal die Zitadelle und 22 Hits landen können. Also von dem her, Kongo und ich mag sie einfach und ich mag Schlachtschiffe. Ich hoffe, euch hat's gefallen, deswegen lasst mir doch ein Like da. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Alka.